Heute möchte ich euch ein weiteres kleines süßes Spiel vorstellen. In der japanischen Mythologie wird der Mond von Mondkaninchen bewohnt, die dort Reiskekse backen. Aber nicht nur die Mondkaninchen sind gut im Backen, nein, wir Kaninchen, alle Kaninchen, wir backen gerne. Und deswegen spielen wir heute Bunny's Kingdom Cooking Game. Doch zuerst einmal müssen wir gucken, wie wir dieses Spiel überhaupt spielen. Wir müssen uns die kurze Liste von Zutaten auf der rechten Seite merken und diese Zutaten dann in die Schüssel geben. Wenn alle Zutaten drin sind, müssen wir auf Fertig klicken. Wenn wir irgendwas vergessen, können wir uns dreimal Hinweise anzeigen lassen, um nochmal die Liste zu sehen. Wichtig ist, dass wir immer die richtige Reihenfolge einhalten. Da die Party, die wir mit unseren Freunden veranstalten, bald beginnt, müssen wir uns beeilen und immer ein Auge auf die Uhr haben. Und das sind die Zutaten, die wir zur Verfügung haben. Wir haben Zuckersterne, das sind süße kleine, in eine Flasche gestopfte Sterne, die auf einer süßen, weichen, weißen Wolke gefunden wurden. Wir haben grüne Teeblätter. Wir haben Schokolade, die uns das Regenbogenkaninchen am Morgen gebracht hat. Oh mein Gott, ist das süß. Ein Regenbogenkaninchen. Oh Gott, wie süß. Dann gibt es noch Milch, die von dem Planeten unter den Wolken mitgebracht wurde. Natürlich gibt es auch Wolkenmehl, was ganz wichtig ist. Made with newly formed sweet clouds. Oh Gott, vor kürzlich entstandenen weichen, süßen Wölkchen. Und natürlich gibt es auch Butter, immer reich und cremig. Dann wollen wir doch mal beginnen. Da sind schon unsere beiden Kaninchen. Und als erstes wollen wir, ja, Schokomuffins machen. Dafür brauchen wir Mehl, Milch und Schokolade. Und dann klicken wir auf Done. Und zack, da freuen sie sich. Es ist fertig. Und das mussten wir uns natürlich merken. Aber da wir so gut sind, wissen wir, wie das ging. Jetzt hier, Kekse, brauchen wir Mehl, Zucker und Schokolade. Die Zuckersterne stehen direkt daneben. Und da haben wir das auch geschafft. Und jetzt eine riesige, zuckrige, süße Torte. Da brauchen wir ganz schön viel, wenn ich das richtig sehe. Und Butter darf natürlich nicht fehlen. Ja, und da ist sie fertig. So einfach und so lustig kann Backen sein. So schnell kann es gehen. Und wir müssen natürlich eine ganze Menge an Leckereien herstellen, wenn nachher die Glücksbärchis und die My Little Ponies vorbeikommen, um mit uns zu feiern. Müssen wir natürlich eine ganze Menge an Süßigkeiten, an Leckereien vorbereitet haben, damit auch alle satt werden. Immerhin soll die Party ja Spaß machen. Ja, so schnell kann das gehen. Und wenn wir uns konzentrieren, dann können wir auch nichts vergessen. Sonst kriegen wir irgendetwas Ekelhaftes raus. Das wollen wir natürlich nicht. Immerhin soll es lecker werden, was wir hier herstellen. Und jetzt müssen wir uns schon komplett aus dem Kopf heraus, müssen wir die Zutaten zusammenmischen für diese lecker glasierten Sterne. Aber wir stellen uns super an. Und hier, oh, etwas mit Teeblätter. Was Neues, brauchen wir Mehl, Milch, Zucker und grünen Tee. Und da ist die schöne Musik leider schon zu Ende, aber das macht gar nichts. Das macht gar nichts, während wir hier noch einen weiteren von diesen leckeren, zuckerglasierten Sternen herstellen. Und noch ein bisschen Cookies, nee, Brownies dürfen natürlich auch nicht fehlen. So, und jetzt brauchen wir nur noch zwei Sachen, nochmal Brownies. Und als letztes wieder eine große Torte zum Beispiel. Und damit haben wir das geschafft. Schaut euch an, wie groß, wie viele tolle Leckereien wir hergestellt haben.
Und wir haben es geschafft. Die beiden Kaninchen sind glücklich, die Party, sie kann beginnen. Und all unsere Freunde können sich an unseren Leckereien gütlich tun. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet auch ein bisschen Spaß bei dem Backen und beim Herstellen dieser ganzen süßen Leckereien. Und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal ja auch wieder. Euer Kaninchen, Mr. Kadhafi. Tschö, tschö.